Servus, Mann. Willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalenderwoche 13 ist im Gang. Wir sind unterwegs mit Tiger 1892 von Knaut. Servus an die Knaut Army. Wir fahren E75, ein ja, sehr seltener Panzer bei mir auf dem Kanal. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihn überhaupt schon mal hatte. Ich glaube einmal, aber allerhöchstens einmal. Und einen, ja, wir haben einen deutschen Heavy der Stufe 9 auf dem Weg zum E100. Das ist der junge Freund hier drüben. Ist das der 9er, mit dem man klarkommen muss? Wir werden mal schauen, wie sich der liebe Tiger 1892 damit anstellt. Verbaut ist auf jeden Fall ein 128mm Geschütz mit 490 Schaden bei 246 Durchschlag. Was auf Standardmunition sehr wenig ist für einen 9er. Der Rad 11 Durchschlag auf EPCA. Und mit HI gibt es 630er Schellen bei 65 Durchschlag. Im Großen und Ganzen eigentlich ein sehr feines Gerät. Entspricht nicht unbedingt dem aktuellen Standard, was Panzerung und natürlich, was bei der Kanone natürlich den Durchschlag angeht. Wir haben da teilweise Briten mit fast 260 Durchschlag. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hinkt er einfach mal hinterher. Aber er ist halt, ja, es ist halt ein Deutscher und wie es halt so ist, die Deutschen fahren am liebsten deutsche Panzer. Nicht umsonst hat man die Polen eher für die Polen eingebaut und die Italiener, glaube ich, auch eher für die Südeuropäer, damit die ebenfalls ein bisschen Spaß haben am Panzer fahren. Wo sind wir gelandet? Auf Geisterstadt. Wir fahren direkt in die Stadt rein, denn das ist ein schweres Gerät und hat in der Stadt einfach mal am meisten verloren. Draußen auf den lange Strecken, die da teilweise Stritzwagen und andere böse Sachen auf dich warten. Stritzwagen 103B, ein T30, ein Waffenträger auf Panzer 4. Die haben sonst zu leichtes Spiel und hier in der Stadt sieht das dann deutlich anders aus. So, 10er Gefecht mit 8 und 9er Unterstützung. Und da haben wir schon eine T30, sehr mutig. Obwohl wir keine vernünftige Wanne haben. Nur eine richtig gute Kanone und einen starken Turm. Fährt er da sehr frisch nach vorn und dürfte sich gleich verabschieden, wenn ich das richtig sehe. Genau ist die Kanone, gibt es nichts zu meckern. 564 Schaden nochmal gemacht. Am T30 und damit rausgenommen für uns der erste Kill. Und damit steht 1:2. Was haben wir im Gegnerteam so für Panzerchen? IS-7, Klassiker natürlich. Ein M60, zwei Mäuschen. Okay, das wird uns da nicht besonders leicht gemacht, aber im eigenen Team ein Sternzerstörer FV4005 mit 183mm Kanone. Der befindet sich allerdings in der linken Flanke, wenn ich das richtig sehe. Ne, hinter uns. Okay. Ist okay. So. Hier in der Stadt, so wie es üblich ist, treffen eher die schweren Panzer aufeinander. Es sei denn, irgendein schwerer Panzer traut sich nicht hier rein. So wie das bei dem Patriot da auf der linken Seite auf der Einserlinie der Fall ist. Als 8er Panzer möchte man sich mit denen, was hier teilweise ankommt, nicht anlegen. So, wir haben das Mäuschen getroffen, wir haben die Kette gezogen, keinen Schaden gemacht. Denn das ist auf die Art und Weise, wie es da steht, für uns angewinkelt. Haben wir keine Möglichkeit. Jetzt kommen wir immer noch nicht durch. Ja, das ist das Problem. Wir können die Kette ziehen, das ist nicht das Problem. Und er bleibt doch bei uns hängen, denn der Turm ist recht gut. Sieht man da, wir sind flying angewinkelt. Und da ist der Schuss abgeprallt, sieht man wunderbar. Eingekerbt, aber mit ein bisschen Spucke und ein Bügeleisen kriegt man das schnell wieder raus. So sieht's aus. So. Hier ist ein bisschen Geduld gefragt. Wichtig ist hier in erster Linie, wie sich rechts und links die Flanke entwickelt. Sollten wir die Flanke eher verlieren, dann okay. Das gegnerische Mäuschen hat sich da rausgewagt. Könnte man probieren? Ja. Deutsches Rohr. Das ist, also, in puncto Genauigkeit weiß ich nicht, ob es da was Besseres gibt. Aber deutsche Kanonen haben es einfach mal drauf. Das ist wirklich genial. Das ist das, wo es was wirklich einen riesengroßen Vorteil mit sich bringt. Nee, nee, nee. Selbst wenn er zurückdreht, würde ich warten, bis er, ja genau, bis er komplett eingedreht hat. Jetzt wäre eine Möglichkeit. Hätte es probieren können? Nee. Hätte es. Solange wir sich bewegt, war es das für dich. Macht keinen Sinn, drauf zu schießen.
3 zu 2 steht's. Aktuell sind wir bei 1076 Schaden. Können wir probieren. Ich sag's ja, genau. Also, für so ein großes Rohr gibt's absolut nichts zu meckern. Ein Russe hätte es eventuell getroffen, aber nur eventuell. Und so haben wir ihn halt ganz einfach mal rausgenommen. Was haben wir denn da drüben stehen? Noch ein Mäuschen. Nächster Treffer, nächster Schaden. Wir sind bei 1685 Schaden. Aktuell bei 2 Kills. Es steht 6 zu 2. Ich würde fast sagen, dass wir die linke Seite vergessen können. Also die linke Flanke. Das heißt, von da wird keine große Gefahr auf uns lauern. Das heißt, wir können uns um Mäuschen oder IS-7 kümmern. Ich denke eher um IS-7. Und rechte Seite, weiß ich nicht, was da los ist. Solltest du auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Beziehungsweise rechts deine Seite nicht zu sehr präsentieren. Also sobald eine Lücke ist zwischen den Häusern, wird der Gegner sich da draufstürzen. Oh, ein Hinterteil von der IS-7. Wunderbar. 530 Schaden. Keine Chance. Da brauchst du nicht mal Premium normalerweise. Ne, musst du hinterherfahren. Aber Vorsicht, es sind noch einige TDs übrig. Und ich weiß nicht, ob die alle auf der 800-Linie stehen, sondern wenn er auf 5, 6, 4 eventuell was steht, dann wird es schwer für dich. Aber kann man mal machen. Da nach vorn fahren. 2215 Schaden aktuell. 1354 Schaden aufgeklärt und 490 Schaden abgewehrt. Da haben wir einen Skorpion. Hat noch 407 HP. Das bedeutet, der ist One-Shot für uns, wenn wir ihn richtig treffen. Mit einem absoluten Low-Roll. Und der würde passieren, wenn wir in die Kette treffen. Könnte es sein, dass wir den nicht zerstören. So, wo ist der Pole? Da bräuchte man nochmal einen Pantera, der ein bisschen Licht macht. Aber der traut sich nicht nach vorne. Hat mit Sicherheit einen Beschuss bekommen. Da ist der Pole. Nein! Automatisches Zielen würde ich auf die Entfernung komplett vermeiden. Macht keinen Sinn. Hat sich inzwischen angewinkelt. Muss nicht sein. Muss echt nicht. Ich meine, es macht hier und da macht das echt Sinn. Aber nicht immer. Jetzt zum Beispiel kannst du in die untere Wanne zielen. Kanone ist genau genug. Und wir haben Premium drin. Müsste normalerweise funktionieren. Jo, sehr schön. Da rechts haben wir noch einen Skorpion, von dem ist nichts mehr übrig. Da oben ist eine Su 130 und ein M103B. Die werden uns nicht aufs Korn bekommen, denn die stehen zu weit hinten. Und haben es außerdem mit dem Patten von der rechten Seite zu tun. Wir haben unseren dritten Kill gemacht. Wir sind bei 3251 Schaden, die wir ausgeteilt haben, und 490 Schaden geblockt. Ich denke mal, vom Skorpion nichts großartig abbekommen. Den wird sich der Udes holen, wenn er es richtig anstellt. Ja, ich denke, da wird der Udes drauf halten. Es steht 11 zu 7. Gegner mit 4 TDs. Ein Waffenträger war noch nicht offen. Wunderbar, 466er Schelle. Kette gezogen, Unterstützungsschaden eingestreift, alles richtig gemacht. Obwohl ja auch schon wieder automatisches Zielen drin war, aber ist nicht so schlimm. So, da haben wir einen Waffenträger, wo man übrigens HE drauf schießen könnte. Wunderbar, Unterstützungsschaden eingestreift. 4169 Schaden ausgeteilt, 2700 Unterstützungsschaden. Und 490 geblockt, da dürfte nicht mehr viel dazukommen. Hier würde ich wieder empfehlen, HE schießen. Also Munitionssorte A, 1 und 2 und sind nicht das Einzige, was du hast. Jawohl, Totrahmen, sehr schön. Sehr feine Geschichte. Hat sich gelohnt. Schauen wir uns mal an, was die Auswertung dazu sagt. 3 Kills sind es geworden am Ende. Bin ich gespannt. Ja, danke für diese hübsche Nachricht. Brauche ich nicht. Wir haben ein Victory. Auf der rechten Seite keine einzige Medaille. Das ist schade. Ein bisschen Gedöns. Ein M gibt es natürlich dafür. Sollte auch so sein. 1219 Basis XP. Dafür gibt es schon ein M. Ist okay, obwohl man mit hier ist. Das hat jetzt ein bisschen mehr gegeben, aber ist okay. 16 Schüsse abgefeuert, 14 haben getroffen, 11 haben durchschlagen. 1,6 Kilometer sind wir gefahren. Wir haben das Ganze in weniger als 10 Minuten rumgebogen.
Und wir haben recht viel für Munition ausgegeben. Nichts für Konsumgüter und nichts für Reparatur. Denn wir sind nicht getroffen worden. Also getroffen wurden ja, aber das ist nicht durchgegangen. Einmal. Vom Mäuschen. Und das viele Premium-Geschieße hättest zum Schluss vielleicht auf HE umstellen können. Das wäre zum Empfehlen. Ansonsten war das ideal gespielt. Sehr viel Glück gehabt auch mit dem Team, dass das so gut mitgeholfen hat. Von daher eine richtig feine Runde. Das M hast du dir verdient. Und ich bedanke mich fürs Einsenden, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Fleißig draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.